Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Punch Club. Wir haben den ersten Titelkampf hinter uns. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir uns wirklich versuchen, hauptsächlich auf Geschick zu konzentrieren. Aber Ausdauer und zumindest Stärke, Ausdauer auf 9 und Stärke auf 8 zu halten. Eventuell noch die Stärke auf 9 hochzubringen und das dann auch zu halten. Aber das nächste, was wieder ansteht, wird ein Fight, ein Filmdreh sein. Daher schauen wir mal. Deswegen werde ich jetzt auch hier immer wieder auf den Punching Ball, weil da kriegen wir am schnellsten nur Ausdauer zusammen. Oder besser gesagt Geschick. Ich verwechsel ja immer Ausdauer und Geschick miteinander. So. Okay. Ja, dann prügeln wir dich jetzt auf 17 hoch. Dann gehen wir noch ein bisschen in Kraftsport. Danach. Oder wir machen hier rauf. Wir hämmern jetzt da drauf. Da kriegen wir nämlich auch noch Stärke. Aber wir kriegen Geschick. Und wenn wir Geschick auf 17 halten können, sind wir wieder eins besser. Beim Filmdreh dann als beim letzten Mal. Aber ich glaube, wir müssen mal gucken, wann wir wieder einen Filmdreh haben. Das wird wohl nicht reichen, oder? Okay, Kraft haben wir richtig verloren, außer Dauer ein bisschen, aber Geschick haben wir über das doppelte Plus gemacht, das ist gut. So, damit sind wir auch durch. Das bedeutet, wir gehen erstmal in den Kühlschrank essen. Dann gehen wir mal bei Don King nochmal gucken. Hep. Oh ja, dann sind wir richtig voll gefreddelt. Wir haben, glaube ich, noch 3 Tage. So, wir könnten einen Filmdreh machen. Das bedeutet, heute Abend müssen wir einen Filmdreh machen. Dann würde ich aber Geschick auf jeden Fall schon mal oben haben. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal hier ran. Da kriegen wir ja auch Geschick und Ausdauer und Stärke. Bevor wir nochmal die Ausdauer Single Target pushen. Das fehlt uns halt gerade bei der Ausdauer. Noch diese Modifikatoren, dass wir weniger Energie verbrauchen und mehr hier bekommen. Ja, aber dich auf 17, das wäre erstmal so richtig, richtig nice. Sehr gut. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn wir dann die 17 auch halten. Aber erstmal müssen wir hier kurz ein bisschen Stärke machen. Ich überlege auch... Ja doch, das muss reichen, dass wir die Stärke so machen, dass wir durchhalten. Dann gehen wir nochmal hier ran, weil da kriegen wir wieder alles. Und dann vielleicht noch ein bisschen Liegestütze. Gucken wir gleich mal. Oder wir gehen nochmal an den Sandsack. Damit wir, ja, komm, wir gehen hier nochmal ran. Damit wir Geschick eventuell für heute auch halten auf 17 und nicht direkt runtergehen. Das wäre idealer, weil... Also das wäre das Idealste. So, und dann... Gehen wir erstmal zum Don. Wir wollen wieder einen Film drehen, mein Gutster. Geld haben wir noch, das ist gut. Wir sind jetzt hier ein Ticken besser. Schauen wir mal. Wir haben jetzt die letzten 2 Mal, wo wir hier Film gedreht haben, gegen ihn, ohne dass wir was abbekommen haben, ihn besiegt. Deswegen gehen wir mal hier wieder auf 4 hoch, natürlich. Weil wir wollen ja hier schnell durchkommen, ne? Er hat uns erwischt diesmal. Das ist... Oh, haben wir wieder einen schlechten Tag erwischt? Hau ihn doch mal um. Also wirklich. Haben wir wieder einen schlechten Tag erwischt? Ich habe ja keinen Preis, also... Weil eigentlich... Wir haben noch nie geschafft... Oder sagen wir so, wir haben immer nach dem 4. Mal aufgehört, weil uns das einfach zu riskant war. Bisher. Ja, das hier ist auch... Uiuiuiuiui. Auch wenn unser Geschick weiter oben ist. Wenn wir ihn nicht gleich niedermähen. Was ist das denn hier? Deine Chancen zu blocken oder auszuweichen sind geringer, aber alle Angriffe kosten. Okay. So. Wir haben noch genug.
müssten wir eigentlich gewinnen, aber das ist genau dieses Problem, dieses eigentlich. Ja. Ah, fast ein drittes Mal in der ersten Runde K.O. gehauen. Also den sollten wir auf alle Fälle niedermachen. Perfekt. Der vierte Kampf wird jetzt heftig. Weil der ist natürlich immer ein wenig besser von den Werten her. Und deswegen hören wir auch auf hier nach wieder. Und nehmen die 15 Punkte mit, das Geld und den Ruhm. Es wird halt nur hier mit der Energie eng, ne? Das habe ich halt schon festgestellt. Komm, 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 komm. Sehr gut. Na, so schlecht sieht's gar nicht aus, aber ich riskier's mal nicht. Ich riskier's mal nicht. So, dann können direkt mal ein schönes Stück aus Steak nehmen. Sehr gut. Haben wir noch Energy? Energy haben wir auch nicht mehr. Schade. Ja, komm, wir gehen nochmal zu Apu Energy kaufen. Ah. Dann ist der nächste Tag. Plus gemacht, plus gemacht. Wieder ein bisschen Minus. Okay. Halt. Ja, doch, doch, doch. Ja. Komm, wir kloppen jetzt erstmal hier drauf ein. Dann kriegen wir Stärke. Stärke müssen wir, wie gesagt... Ich würde gerne Stärke eigentlich auch auf 9 kriegen. Muss ich leider so sagen. Also ja, nicht leider, ist so. Ist ein Fakt. So, ich pumpe dich jetzt erstmal hier ein bisschen weiter hoch. Gucken wir mal. Und dann gehe ich mal komplett hier auf Stärke. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Damit wir heute das halten, so dass ich versuche jetzt die Stärke mal auf 9 hoch zu pushen. Alles zu halten und das auf 9 hoch zu pushen. Okay. Oh nee, oder? Wir müssen gleich wieder mit unserem Katzelein reden. Weil wenn ich die Stärke auf 9 hoch kriege, wäre das auf jeden Fall schon mal noch ein Erfolg. Das könnte sogar jetzt halten. Ah, das kriegen wir heute nicht auf 9. Ne. Okay, dann können wir jetzt wirklich mit unserem Schatz sprechen, nachdem wir uns noch Energy reingepfiffen haben. Und essen. Bum, 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 bum. Theoretisch können wir uns wieder Energy, so. Und dann reden wir... Machen wir erstmal ein Geschenk. Wir sind ja nette Freunde. So. Und dann müssen wir leider plaudern. Leider. So. Wir haben wieder Minus gemacht, aber hier... Ja. Okay. Aber es könnte heute hinkommen, dass wir zumindest dich halten, dich auf 9 und dann... Dann ist erstmal halten angesagt. Komm schon. So, das muss reichen. Dann können wir. Ja, sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Wir müssen mal gucken, wie viele Striche wir brauchen. Ich bin wieder verliebt. Donny. Wir können wieder fighten. Am heutigen Tag? Dann schon wieder 2 Tage um? Wir haben auch 30 Punkte, fällt mir gerade so auf. Okay, was machen wir? Wir könnten natürlich jetzt hier dich hochmachen. Oder wir könnten versuchen, in diese Richtung zu gehen. Oder was haben wir denn hier noch alles Schönes? Das ist natürlich mega. Das soll, ja, das machen wir erstmal. Ja. Das ist absolut gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich diesen Weg wirklich einschlagen möchte.
Weil unter 13, ja, wenn wir es hauptsächlich trainieren, wird es nicht unter 13 fallen. Aber wir können halt den Weg nur einschlagen, wenn wir das machen. Das bedeutet für mich eigentlich, dass wenn wir diesen Tritt haben, für uns hier Feierabend ist. Ausweichen, Gegenangriff, okay. Kostet weniger, ist aber sehr geschickabhängig. Ja gut, okay, wir sind ja... Ja, aber ist okay. Ich würde sagen, das ist wirklich der Weg. Und dann gehen wir erstmal in der Schildkröte und zwar... Und dann gehen wir auch hier. Vergeude weniger Energie beim Trainieren und erhalte mehr Ausdauer beim Trainieren. Das sind erstmal die beiden, die dann, würde ich sagen, als nächstes kommen. Und dann könnte man gucken, dass wir auf Weg des Bären noch gehen. Ich weiß halt nicht, ob diese Wege, ob das... Warte mal, was haben wir denn hier nochmal? Bei der Schildi haben wir Kamikaze. Können wir denn Kamikaze benutzen? Nee, Kamikaze haben wir nicht. Wir haben Kopfnuss und harter Block. Das reicht nicht. Ja gut, wir müssen wieso gegen hier Mighty Bruce ankämpfen und der hat ein hohes Geschick. Also eigentlich, ich hätte jetzt sogar gesagt, der ist drinne, weil wir haben mehr Ausdauer, wir haben mehr Kraft und Geschick ist gleich. Aber gut, erstmal gehen wir jetzt trainieren und zwar Kraft. Wir gehen wieder hier rauf. Erst einmal. Machen das zu Ende. Und dann bleibt uns... Nee, halt, hier können wir noch drauf gehen, ne? Jawohl. Da müssten wir ja auch gut Kraft mitmachen. Hoffe ich doch zumindest. Naja, okay. Geht so. Ich glaube mehr Ausdauer, aber Ausdauer brauchen wir ja auch. Okay, das ist schon mal perfekt. Das bedeutet, wenn wir heute fertig sind, müssen wir gucken, dass wir ja, das so halten dementsprechend. Ne? Liegestütze. Kriegen wir wieder Geschick, Ausdauer, aus... Ist halt... Wir müssen halt hier hochkommen und das dann halten. Und das auch. Und das hier ist gerade das, was am schwersten gerade ist zu halten, glaube ich. Okay. Aber wir gehen jetzt mal fighten. Wir haben das wieder verbessert. Also wir sind wieder ein Stück besser als beim letzten Mal. Würde ich jetzt einfach behaupten. Und ich glaube, beim nächsten Mal machen wir dich hoch. Und dann haben wir da erstmal schon mal guten Fortschritt gemacht. Oh, wir haben hier sogar einen besser jetzt. Aha. Aber er hat uns schon wieder getroffen mit 11. Mann. Hau ihn einfach aus den Latschen und gut ist. Ich habe nicht geguckt. Ah, wir können ja gleich nochmal gucken, ob wir diesen Kamikaze-Schlag haben. Dann wissen wir, dass das, was wir dort... Ja, haben wir. Kopfnuss haben wir, ja. Das bedeutet, wir könnten rein technisch gesehen... Wir müssten dann noch harter Block haben, ja. Okay, haben wir alles. Stimmt, wir sehen ja auch, was die haben. Das bedeutet, wir müssten gucken, ob wir hier irgendwas gegen Boxer finden, ne? Na gut, okay. Diesmal hat er uns null Schaden gemacht. Interessant. Jetzt wird es wieder heftig. Wir haben ein Stärke mehr. Ich weiß halt nicht, ob das so viel bringt. Okay. Der ist gut gefallen. Und jetzt kommt wieder unser Endgegner, könnte man sagen. Der uns bisher einfach... Weil das Problem ist halt Energie. Und ja.
Oh! Wir haben ihn K.O. gehauen. Nochmal. Riskieren wir es noch eine Runde, um einfach mal zu sehen, was kommt. Komm, wir riskieren mal. 10 geschickt. Okay. Der sieht für mich machbar aus. Er hat zwar mehr Geschick als der Vorgänger, aber alles andere halt. Oh, unsere Energie. Ah, da müssen wir aufpassen. Er hat aber keinen Energiemodifikator. Lagen wir gerade flach? Oder? Nee. Hä? Ja, wir müssen jetzt fighten. Machbar? Er hat halt viel, viel Ausdauer. Das ist halt das Hauptproblem. Wenn wir seine Energie aber runterkriegen. Unser erster Film-Dreier-Sieg. Geil. Das bedeutet, wir haben sofort einen Skillpunkt. Wir haben 350 gemacht und 1500. Das nennt... Autsch. Das ist natürlich nicht schön. Au, 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 au. Okay. Skillpunkt. Was hatten wir gesagt? Ich überlege gerade. Also ja, dass wir hier noch hingehen, damit wir hier, ne, auch das haben, diesen Multiplikator. Und das müssen wir auch machen. Aber ich glaube, wir haben gesagt, wir holen uns erstmal den Tritt und dann ist hier erstmal Feierabend. Weil... Und gucken mal, ob wir den Tritt noch... Ne? Verursacht eine Menge Schaden und senkt die Blockchance deines Gegners. Finde ich halt auch mega. Müssen wir mal gucken, weil das wäre ja so ein Update von unserem High-Kick, ne? Von diesem, von dem hier, glaube ich. Müsste es. Schauen wir dann mal nach. Und dann haben wir hier, eigentlich geht es dann wirklich hier auf. Ne, wir wollten dann Schildkröte erstmal machen, damit wir mehr Ausdauer machen, ne? Genau. Hier. Schweres Training und das. Warte mal, Ausdauer sinkt nicht unter 13? Ohne eine Voraussetzung? Never. Warum das? Hä? Das wäre krank, wenn... Okay, das habe ich nicht gesehen. Warte mal, wenn wir das machen, dann kommen wir nur bis hier hin. Okay. Es gibt keine Voraussetzung. Das ist krank. Also wenn Ausdauer nicht mehr unter... Also ich weiß nicht, ob das hier überhaupt geht, dass wir noch einen Punkt drin haben. Aber wenn das hier nicht mehr unter 13 geht, die Ausdauer, also diese Ausdauer, dann könnte man das wirklich auf 13 hochpumpen und dann wäre mir das so Latte. Uff. Okay. Trotzdem müssen wir erstmal zu Mikey. Ich verstehe das, ja. Aber wir brauchen wieder ganz viele Energies und wir brauchen Essen. Warte mal, wir haben einen Heiler hier oben. Aber bis nach Chinatown hoch habe ich eigentlich gerade keine Lust. Wir gucken mal, wie schnell sich das regeneriert. So, das erste, was wir machen, hier drauf rumprügeln, bis nicht mehr geht. Und dann die beiden erstmal. Okay. Überlegt euch das mal. Oh, das wäre so mies. Den Weg habe ich noch gar nicht gesehen, dass man da ohne Grundvoraussetzung, also ohne wirklich eine große Voraussetzung, das einfach so machen kann. Das ist meiner Meinung nach richtig krank, richtig imber. So. Wie gesagt, dich auf 17 halten und dich auf 9 halten. Das sind meine Grundvoraussetzungen. Das sollte jetzt klappen.
Das auch. Weil dann können wir uns wirklich auf Ausdauer und erstmal Ding, also das halten und dann auf die konzentrieren. Boah, das wäre so mies. Das wird nur noch ewig dauern, ne? Ich dachte, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass wir das so lange spielen. Aber Halleluja. Ja, wir machen ein bisschen. Wir haben jetzt schon 16, okay, 17 plus gemacht. Ausdauer natürlich minus. Verständlich. Dann prüfen wir da nochmal drauf ein. So, und dann gehen wir da nochmal ran. Das sollte ja auch mehr oder weniger gleich sein. Achso, nee, wir haben ja jetzt fast einen Tag nur die anderen gemacht. Das ist gut. Ich finde, das Ding ist... Ja, aber wenn wir natürlich hier noch diesen Multiplikator drin haben. Ja. Unser Hauptproblem ist ja gerade unsere Gesundheit, weil wir... Ja, gut, Energie auch. Ich weiß nicht, wie lange wir noch verliebt sind. So, erstmal essen wir. Sehr gut. Und dann... Okay. Weil wir könnten, glaube ich, wieder antreten. Gehe ich mal ganz fest von... Ach, halt. Guck mal, wir haben so viel Geld. Wir müssen mal hier nochmal gucken. Wir haben hier... Oder wir sparen und gehen dann wirklich auf Mighty. Also wir können wieder kämpfen, aber das bringt uns gerade gar nichts. Das mit diesem tägliches Einkommen $50. Okay. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wenn wir nicht ganz Minus machen, sondern ein bisschen Plus machen. Okay, das war erledigt. Ein bisschen müssen wir noch Kraft. Wir müssen mindestens bis dahin. Tut mir zwar leid darum, aber... Okay. Dann gehen wir jetzt hier ran. Wäre natürlich schön, wenn wir Ausdauer noch... Geschick und Ausdauer. Also das will ich jetzt halten. Und die beiden muss ich jetzt hochpumpen. Aber ich glaube, damit kann ich das auch sehr gut steuern. Also das... Scheint gut zu funktionieren. Sehr gut. Alles plus gemacht. Ah, wir müssen hier nochmal rauf. Wir müssen dich wieder bis dahin bringen. Tut mir leid, aber ist einfach so. Und bevor das nicht voll ist, unsere Gesundheit, brauchen wir gar nicht weitermachen, ne? Glaube, also würde ich jetzt behaupten. Damit machen wir halt alles. Deswegen würde ich dich auch machen, weil das braucht eine Weile, bis das wieder da ist. Da wir heute wahrscheinlich nochmal essen, kriegen wir nochmal 20% dazu. Reicht immer noch nicht aus. Ah! Aber wir machen zumindest jeden Tag $50. Das ist auch schon mal was. Hm. 10% fehlen uns. Damit machen wir keinen... Okay. 2%, die kriegen wir aber heute noch zusammen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Okay, wir müssen dann... Wenn wir das heute noch zusammenbekommen, wäre das natürlich imbar. Komm, 1% noch.
100%. So, das bedeutet, wir können heute fighten. So. Jetzt quackeln. Ja, wir können dann auch direkt. Können wir schon mit dir quackeln? Ich glaube ja, ne? Aber erstmal. Ja, das haben wir nicht. Aber. Donny! Wir drehen noch einen Film. Komm, einen kriegen wir noch hin. Warte mal. Weil wir gewonnen haben, gibt's was Neues? Das ist ein Witz, was? Du solltest. Ja, jetzt ist der High Kick so. Geil. So. Na, schauen wir mal. Ach, es gibt einen neuen Film. Weil wir den alten fertig haben. Oh, okay. Aber das wird schwieriger. Kriegen wir da mehr Punkte? Müssen wir gleich mal gucken, wa? Weil wir kriegen gut. Die sind halt sehr. Der ist halt schon sehr viel stärker. Okay. Nee. Also wir müssten bis hierhin kommen. Damit es sich lohnt. Aber die sind ja. Oh, wir hätten nicht gewinnen dürfen. Wir hätten nach 4 Stück aufhören müssen. Weil es wird jetzt extrem schwer für uns. Eieiei. Ja gut, okay. Ist halt ein gutes Training. Dann sehen wir, ob wir, wie weit wir kommen, ne? Ah, Mann. Okay. Okay. Sehr gut. Nächster. Sehr kräftig. Wenn er trifft, trifft er gut, würde ich behaupten. Schlagmodifikator, okay. Jedoch geschickabhängig. Dadurch, dass du kaum Geschick hast, ist das hier. Naja. Ach, reduziert mein Geschick so rum. Ups. Okay. Naja. Wir müssen den nächsten Fight machen. Wir kommen nicht drum rum. Ja gut, aber wenn er trifft, was ist denn das dann so? Pust, pust. So kommt es mir zumindest vor. Okay. Also ja, den Kampf sollten wir auch gewinnen, aber wir hören dann auf. Bevor wir nicht ein bisschen besser trainiert sind. Nimm den Preis, ja. Aber es gibt 250, das ist auch gut. Dann gucken wir nochmal. Dann wären wir hier auch fertig. Dann würden wir hier, wenn wir arbeiten, tau, was wir bisher nicht gemacht haben. Apu, ich komme nochmal zu dir. Sehr schön. Ja, wir hätten direkt essen sollen. Mist. Da habe ich natürlich jetzt geschlampt. Aber okay, nächster Tag. Plus gemacht, plus gemacht, plus gemacht. Alles plus gemacht. Damit haben wir alles richtig gemacht. Essen brauchen wir nicht, sehe ich gerade. Wir brauchen Energie. Energy. Also wir pumpen uns so mit Energy-Drinks voll. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, aber. Wir machen halt damit. So, und wir können erst nochmal mit unserem Schatz reden. Fällt mir gerade so ein. Nee, wir können nochmal zu Apu uns Abbruch Energies holen. Hm. Sehr gut. Und dann können wir jetzt nochmal ganz schnell mit unserem Schatz reden. Erstmal machen wir hier natürlich ein Geschenk und dann reden wir. Wir versuchen mal mit. Oh, ja, ich weiß. Danke dir. Maximal bis hierhin reden wir mit ihr. Maximal. Ich versuche vorher schon mal den Verliebten zu spielen und zwar jetzt. Ah, okay, reicht nicht. Jetzt. Immer noch nicht. Müssen wir wirklich ein Vierteltag lang mit dir quatschen?
Das wäre jetzt. Okay. Müssen wir tatsächlich. Wir müssen ein Viertel des Tages mit ihr quatschen. Sonst ist sie nicht zufrieden. Na toll. Okay, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüdelü.